So, nochmal ein neuer Versuch hier in der Basis, nachdem das letztes Mal so abgekackt ist. Es ist inzwischen der nächste Patch raus, der die ganze Sache mit dem Mauscursor behoben hat. Es geht hin und her. Wow, hier rutscht man ganz schön schnell ab. Wow. Obacht. Ist schon irgendwie ganz stimmungsvoll. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob wir hier unten gut langkommen, wenn ich jetzt... ich könnte zum Beispiel mal ein bisschen snipern. Ich habe gehört, das ist ein Sniper-Spiel. Nee, das war die falsche Taste. Autsch. And he's down. Danke. Und Skillpunkt fürs Snipen bekommen. Schau gerade mal, ob hier noch irgendwo... Da sind zwei, das ist mir zu gefährlich. Warum habe ich den blöden Stein nicht mehr? Doch, da ist der Stein wieder. Ah, very nice. Da kann ich im Zweifelsfall dann auch mal jemand ablenken. So, und was mache ich denn noch? Ich hole mir jetzt hier die Daten. Schlagen die Alarm, wenn die mich sehen? Ich will ja eigentlich die... Hilfe! Feind im Blickfeld! Gilt das schon als Alarm? Lade die Koordinaten bei der ersten Antenne hoch. Gute Arbeit. Jetzt such die anderen Türme. Damit das funktioniert, brauchen wir sie alle. Kein Ziel in Sicht! Weitersuchen! Okay, aus irgendeinem Grund glauben die, dass ich ein Gegner bin, mit dem sie es aufnehmen können. Okay, so viel zu dem Spaß. Warum werden mir denn jetzt hier so die Gegner angezeigt? Okay, wir machen das anders. Scheiße. Okay, da muss ich mich, glaube ich, erstmal ein bisschen umgewöhnen. Warum werden mir die Gegner so irre doll markiert? Und ich stelle mal kurz meinen Mic ein bisschen anders hin. So. Das will ich so eigentlich gar nicht. Ich meine, klar, es ist hilfreich, aber es ist auch so, so doll. Da sind wir wieder an dem Punkt, hat Optionen. Das ist wirklich so ein Ding, was eigentlich immer reingehört. Ach cool, hier ist ein Speicherpunkt gewesen. Ja, geil. Moment mal. Doch, das ist der Richtige. Wo sind die zwei Wissenschaftler hin? Naja, wer das weiß, ist schlauer. Schauen wir doch mal. Benachrichtigung, strategische Punkte. Nee, das ist aber alles okay. Hinweise. Nee. Okay, also das wird einem scheinbar immer angezeigt. Das ist ja gar nicht unbedingt... gar nicht so gut. Will man ja unter Umständen gar nicht. Hier ist doch immer noch einer auf der... Ah ja. Ah, da oben doch auf dem Gangway. Auf der Gangway ist noch einer. Feindlicher Beschuss in der Nähe. Keine Munition mehr. Fuck. Okay, also die wissen, dass hier was abgeht. Shit. Gucken wir doch mal. Also hier ist noch was zum Einsammeln. Hier ist ein Versteck.
Nee, da, hier ist was zum Einsammeln. Das ist ja an dem anderen, an der anderen Schüssel. Ich muss da hin und ich muss hier unten hin. Vielleicht vergessen die einen ja auch wieder nach einer Weile. Da hinten ist ein Hubschrauber. Auf den Boden! Warum sagt er auf den Boden? Ah, jetzt haben sie gefunden. Schützen ausmachen. Gucken wir doch noch mal ein bisschen genauer. Das liegt. Ah, das liegt an dem Auto, glaube ich. Ich kann ihn nicht sehen. In Deckung bleiben! Ich kann, glaube ich, übrigens diesen Feindfunk ausschalten. Da gibt es eine Menü-Taste oder eine Menü-Option, der das geht. Und er kann rutschen. Natürlich. Kein Spiel heutzutage, in dem man nicht rutschen kann. Die Mission von ihrer Grundstruktur kenne ich übrigens auch noch aus der Beta. Das war die zweite Mission. Türen und Ecken. Türen und Ecken. Habe ich nicht gemacht gerade. Hätte Miller gesagt. Aus den Expanse-Büchern. Die ich gerade wieder wunderbar suchte. Aber ich war jetzt die letzten paar Tage auch mal wieder ein bisschen unterwegs. Habe wieder gemerkt, wie gerne ich eigentlich Zug fahre. Und wie gerne ich dann doch irgendwie auch mal ein bisschen unterwegs bin. Wenn die Bedingungen richtig sind. War jetzt nicht weit, war in Deutschland. Aber war trotzdem schön. Hat Spaß gemacht. In Heidelberg gewesen und in Mannheim. Und vorher das Wochenende war ich... Wo war ich denn noch gewesen? Ich war in Achso, nee, vorher war ich ja auch noch die zwei Tage in Madrid. Das war auch sehr schön. Dann stimmte das gar nicht mit Deutschland. Lade die zweiten Koordinaten hoch. Ausgezeichnet. Du leistest ausgezeichnete... Warte mal. Scheiße. Sie versuchen, das Signal zu unterbrechen. Du musst zum Hauptrechner und sie aufhalten. Ich schicke dir ihre Position. Auf dem Weg. Und wie nett die Leute in Madrid sind. Also in Heidelberg auch, aber in Mannheim sicherlich auch. Da habe ich ehrlich gesagt nur... kurz in einem Café andere Leute tatsächlich getroffen oder zumindest was gesagt, aber wie nett die Leute in Madrid sind, Wahnsinn. Die Schlauchen sind sie zum Glück nicht. Bälle runter. Eine Minute noch. Ich hab's. Heilige Scheiße, John. Das war zu knapp. Okay, im Laufschritt zur nächsten Antenne und dann nichts wie raus da. Oh, jetzt kommt ein Hubschrauber. Hier ist irgendwas, was man aktivieren kann. Ach, das ist der Fahrstuhl. Da kann ich im Zweifelsfall nach oben. Oder ich glaube, der geht sogar nach unten. Könnte man das Reparaturkit einsetzen? Das war das hier, oder? Genau. Schalldämpfer-Kit. Na ja, okay, da sind sie.
Also drei Stück. Wir merken nicht, dass hier ein Fahrstuhl runtergekommen ist. Jetzt gucken wir mal, wo wir sind. Wir sind hier drin. Und da ist nochmal eine Radaranlage. Okay, so viel dazu. Scheiße. Warum bin ich denn da komplett draußen geblieben? Ich hätte eigentlich die Taste wieder auf zurück, oder beziehungsweise losgelassen, hätte ich eigentlich wieder hinducken müssen. Aber irgendwie ist er draußen geblieben. Hm, merkwürdig. So, let's be even more careful. Oder, alternativ, die Leute genug ablenken und dann ist auch gut. Wir können die Sache auch laut klären. Da ist eine Deckung. Machen wir es halt so. Munition habe ich genug drin. Ja, Moment. Die sich gerade eh wegdrehen. Da einer drin? Nee. Wir hatten keine Zeit, sie neu zu lackieren. Himmel, ich will nur nicht. Seit der Krieg begann, habe ich Albträume, dass meiner Frau und meinem Sohn das Gleiche zustößt. Vielleicht, ich weiß nicht. Vielleicht ist mein Haus sicher, wenn wir den Krieg auf georgisches Gebiet drängen. Ja, es macht mir eine scheiß Angst daran zu denken, was sie meiner Familie antun können. Ich würde gerne reingehen. Auch ganz schön fies, wenn die dann halt erzählen, von ihren Familien erzählen und man schleicht da rum und killt die. Andererseits, die tun wahrscheinlich auch nichts anderes. Also das ist da runter, ist ja auch dumm. Da ist ja schon die riesen Radaranlage. So. Achso, keine Munition mehr. Merke beim nächsten Mal vor der Mission mehr einstecken. Taschen voll machen. Da ist einer. Ich glaube, da hinten stand noch ein zweiter. Aber der steht hinter dem Haus. Ich wollte ihn verhören. Sein Interesse ja nicht lange geweckt. Da sind wieder zwei Wissenschaftler drin, das nervt immer ein bisschen. Wenn die nicht los wird, beziehungsweise dass die dann gleich Alarm schreien. Dort. Schaltet den Computer aus, dann werden die Wissenschaftler kommen. Was meint er mit schaltet den Computer aus, dann werden die Wissenschaftler kommen? Zum Beobachten. Okay, hier kann ich mich auch drin verstecken. Ach, hier! Ach, das ist ja cool! Kann man die doch ablenken. Geil! Oh, da drüben stehen zwei. Immer Fahrzeug verschlossen. Moment.
Moment, dann schalten wir jetzt mal hier den Computer aus. Kann ich den durchs... Nee. Sind kugelsichere Fensterscheiben. Das geht nicht. So, gucken wir doch mal, ob das geht. Ich habe den Computer ausgeschaltet. Und du denkst, das wird funktionieren? Sicher. Warte, bis die Wissenschaftler herauskommen und schleiche dann hinein. Beginnen ein wenig Traffic von Sat 3 auf Sat 1 und Sat 2 umzuleiten. Stimmt was nicht mit Sat 3? Nein, ich meine noch nicht. Achso, jetzt haben sie eine Leiche gefunden, aber ist egal. Ach, das ist cool. Also das, das waren alle. Nett. Gute Arbeit, John. Atme mal kurz tief durch. Aber mach dich bereit, weiterzumachen. Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns. Dass die überall so kompatible Steckplätze für die Computer von diesen amerikanischen Agenten haben. Ich würde es als Risiko bezeichnen, als Sicherheitsrisiko, aber... Ich bin ja auch kein amerikanischer oder russischer Agent, der sich damit aus... Haha, und jetzt kommt's, kennt. So, jetzt wäre halt ein Auto geil. Das war zu knapp. Jetzt tu mir einen Gefallen und verschwinde von dort. Gut gemacht, John. Neues über Robert? Es wird eine Weile dauern, bis wir all die Daten entschlüsseln und durchgehen können. Es gibt nichts über deinen Bruder, aber ein Bahnhof in der Nähe wirkt sehr wichtig. Es gibt einen Bahnhof nicht weit von hier. Genau der. Er wird zu einem bedeutenden Transportzentrum umfunktioniert. Die Separatisten wollen etwas Großes transportieren. Und das ist nicht nur ein Waffenlager für geschmuggelte Waffen? Kann sein. Wir haben über Lieferungen aus Russland, Türkei, China und Saudi-Arabien gehört. Doch es steht etwas noch Größeres auf dem Spiel. Da muss eine Menge Geld hinterstecken. Jemand finanziert die Separatisten als Fassade und verfolgt dabei ein anderes Ziel. Aber wir sollten nicht vorschnelle Schlüsse ziehen. Schalten wir diesen Bahnhof aus. Ich mache den Bahnhof zur Müllhalde, hinterlasse nur Altmetall und brennende Schienen. J-Sock wird die Kommunikationslogs weiter durchsuchen. Wenn Robert da draußen ist, muss irgendjemand über ihn reden. Konzentriere du dich auf den Bahnhof. Ich höre mich weiter um. Danke, Ende. Hier geht die Vertonung eigentlich sogar. Also die beiden interessanteren Orte sind ein Stückchen weiter um die Ecke. Kann ich eigentlich einen Wegpunkt setzen? Ja, okay. Ah, okay. Ich will zumindest selber markieren, was hier ist. Ich würde sagen, die zwei nehmen wir noch mit und schauen mal, was da ist. Das sieht mir wie ein Stützpunkt aus. Okay, also das Zeug ist eher da oben. Also das eine ist der Turm und das andere ist noch ein bisschen weiter dahinter. Noch 10 Schuss und der Schalldämpfer ist fast aufgebraucht. Soll heißen, den machen wir mal neu drauf. Jetzt war hier vorne irgendwo einer. Scheiße. Ich muss bei dem hohen Schwierigkeitsgrad ein bisschen umdenken. Das ist so dieses, hey, ich renne da rein und baller die alle ab. Das ist keine gute Idee. Keine gute Idee. Herr Schneider, Sie sind diesmal kein guter Mörder gewesen. Jetzt sind wir wieder ein bisschen woanders. Ja, ohne mein Auto. Ah, da ist mein Auto wieder. Also eigentlich nur hier oben lang. Kann ja auch mal ein bisschen Karte lesen lernen. Und mich ein bisschen an der an den ländlichen Markern orientieren, was hier ein bisschen schwierig ist, weil gar nicht so viele gibt. Alter Zug. Und hier müsste es gleich nach links gehen. Oh, da ist, ja, ist einer zu weit gefahren.
Schauen wir uns die Sachen mal von oben an. Was mir hier übrigens total fehlt in dem Spiel, ist ein Fernglas. Klar, das mit der Drohne ist ganz nett, aber weil die auch so rumwackelt, wäre ein Fernglas ganz geil. Das ähnlich funktioniert wie in Ghost Recon Wildlands. Ist da echt nur einer? Ah, und das andere ist nur eine Wegmarkierung. Ich glaube, das gilt auch schon als entdeckt, genau. Ich kann ihn ja mal befragen. Scheiße, da steht noch einer drin. Rede oder du bist dran. Unsere Leute sind hier stationiert. Entschuldigung. Okay, er markiert aber auch nur die Leute, die da wirklich in seinem Gebiet sind. Also die Basis zum Beispiel da unten, die markiert er nicht. Wie das Blut tatsächlich da dann nach hinten an die richtigen Stellen spritzt. Schön gemein. Und hier fehlt wieder die Feueranimation. Das vergisst das Spiel manchmal, dass es das darstellen soll. Wahnsinn. Später ist es wahrscheinlich da. Wenn man da runterkommt, dann wird es wahrscheinlich da sein. Kann man denn diese Außenposten, kann man die irgendwie vielleicht komplett clearen? Mal kurz schauen. Ah, die sind ganz schön voll. Ist denn hier oben in der Ecke noch irgendwas Spannendes, wenn uns da jetzt nichts weiter hinführt? Hier hinten ist übrigens der Bahnhof, wo es dann als nächstes hingeht. Da sieht man auch schon, dass irgendwas entgleist. Die Karte zeigt nämlich auch solche Objekte an. Dann würde ich mal fast sagen, wir gehen... Wo haben wir denn jetzt hier noch so eine Nebenaufgabe? Ich sehe sie gerade nicht. Angeblich gibt es doch eine andere Aufgabe. Naja, kann ich hier irgendwas auswählen? 2 Skillpunkte, da brauchen wir aber deutlich mehr. Okay. Soll uns erstmal reichen. Dann würde ich sagen, die Folge beenden wir an dieser Stelle und ich reise in der Pause kurz zurück in die Basis. Bis dann. Tschüss.